Liebe Genossinnen und Genossen, ich sehe es euch an, wir alle sind wenig überrascht, dass Union und SPD nun beabsichtigen, eine große Koalition zu bilden. Ja, die Sozialdemokraten halten Wort. Lieber möchte man erneut 4 Jahre gemerkelt werden, anstatt das eigene Wahlprogramm in einer rot-rot-grünen Koalition umsetzen zu müssen. Respekt vor so viel Standhaftigkeit. Ob diese Entscheidung die richtige war, wird die SPD nach 4 Jahren Regierung wissen, oder sie befragt schon jetzt auf der Intensivstation der Politik die Reste der FDP. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns durch den Wohlfühlwahlkampf der Kanzlerin nicht einlullen lassen. Wir haben einen klaren, an unseren Inhalten ausgerichteten Wahlkampf geführt. Genug gelabert. 10 Euro Mindestlohn jetzt war nicht nur auf unseren Plakaten zu lesen, sondern wurde auch landesweit im Brandenburger Radio durch Gregor Gysi verkündet. Trotzdem bleibt festzuhalten, die Union hat diese Wahl nicht nur gewonnen. Sie hat alle politischen Mitbewerber überrollt, die FDP dabei sogar überfahren. Die Zugewinne von mehr als 11% der Zweitstimmen in Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt für die CDU bei Abwesenheit von politischen Inhalten sind dramatisch. Zurück zu uns. Bereits im Juni 2012 stellte der Landesvorstand mit der Berufung des Landeswahlkampfbüros die Weichen zur Vorbereitung der diesjährigen Bundestagswahl. Neben den regelmäßigen Beratungen der verschiedenen Gremien fand im Dezember vergangenen Jahres eine aktive Konferenz in Frankfurt-Oder statt. In Blossin bereiteten wir uns an einer zweitägigen Wahlwerkstatt im Februar 2013 gemeinsam auf unseren Oppositionswahlkampf in Regierungsverantwortung vor. Der Landesverband hat sich zudem auf Bundesebene intensiv eingebracht bei der Entwicklung der Kommunikationsstrategie und bei der Erstellung des Bundestagswahlprogrammes. Im Wahlstab des Parteivorstandes wirkte für uns unser langjähriger Wahlkampfleiter Thomas Nord. Bei unserem im Dezember 2012 beschlossenen Wahlziel von 25% plus X orientierten wir uns an den Ergebnissen des Jahres 2005. In dem Wissen darum, dass uns Umfrageinstitute zu diesem Zeitpunkt, also 6 Monate nach dem Göttinger Parteitag, zwischen 16% und 19% im Osten taxierten. Um es unmissverständlich zu sagen, dieses Wahlziel, die 25% plus X, haben wir nicht erreicht. Darüber sind wir nicht froh, darüber können wir nicht froh sein, ganz besonders ich nicht. Schmerzhaft ist der Verlust aller unserer Direktmandate außerhalb Berlins. Insbesondere im Wahlkreis von Dagmar haben alle 3 Ebenen, Bundespartei, Landesverband und beide Kreisverbände, intensiv für den Sieg gearbeitet. Trotzdem konnten wir uns auch dort nicht gegen den CDU-Sog behaupten. Daher finde ich es nicht fair, wenn der Verlust eines Direktmandates einseitig mit unserer Regierungsbeteiligung begründet wird. Denn auch Petra Sitte oder Steffen Bockan ist es nicht gelungen, ihre Direktmandate zu verteidigen, obwohl deren Landesverbände in Opposition sind. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die Ergebnisse in den anderen ostdeutschen Bundesländern bleibe ich dabei, dass es richtig war, in erster Linie einen inhaltlichen Wahlkampf für die Partei geführt zu haben und diesem dem Werben um Erststimmen klar überzuordnen. All jenen, die daran zweifeln, empfehle ich einen Blick auf die Ergebnisse der Brandenburger SPD. Die Sozialdemokraten hatten den klaren Anspruch, alle 10 Wahlkreise direkt zu gewinnen. Dementsprechend wurde auch der Wahlkampf vor Ort geführt. Bis zum Verzicht auf Themenplakate, dem erdrückenden Einsatz, dem 12-fachen unserer Menge von Personenplakaten und sogar den gemeinsamen Werben mit den Grünen um die Erststimme für die SPD und die Zweitstimme für die Bündnisgrünen. Die Plakatüberkleber in den letzten Tagen vor der Wahl habt ihr gewiss alle wahrgenommen. Mit welchem Ergebnis? Die SPD erzielte mit dieser Strategie 26,6% der Erststimmen und 23,1% der Zweitstimmen. Sie hat damit ein weiteres Listenmandat durch eine falsche Wahlkampfstrategie verschenkt. Bei uns betrug der Abstand zwischen Erst- und Zweitstimmen 1,5%. Bei den Sozis war es mehr als doppelt so viel. Sich bundespolitischen Entwicklungen zu entziehen, gelingt keiner Partei. Diese Erfahrung haben wir alle schon sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht gemacht. Auch der ehemalige oder gefühlte Platzhirsch macht hier nun keine Ausnahme mehr. Liebe Genossinnen und Genossen, in unserem Landesverband haben wir die inhaltliche Kampagne der Bundespartei sinnvoll ergänzt. Das Plakat "Du hast die Ostrenten vergessen, Angela" kam nur in Brandenburg zum Einsatz. Wir haben eine langfristig geplante und eigenständige Briefwahlkampagne durchgeführt und eine ganze Reihe von neuen Werbemitteln, so auch die roten Papiertüten für den 48-Stunden-Wahlkampf, in Eigenregie herstellen lassen. Die Resonanz hierzu war positiv. Mit Blick auf die Wahlkämpfe 2014 wollen wir daran anknüpfen.
Viel Lob erreichte uns für die Ausgestaltung der Bundeswahlzeitung. Ein Dank an all, die daran mitgearbeitet haben. Entgegen bisherigen Wahlen lag dieses Mal unser Briefwahlergebnis unter dem Gesamtergebnis. Ist damit unsere Kampagne gescheitert? Ob sie uns gelungen ist, ob wir die richtige Ansprache hatten, dazu gibt es im Landesverband unterschiedliche Auffassungen. Offensichtlich ist es aber der Partei insgesamt gelungen, im Wahlkampf in den letzten Wochen und Tagen vor der Wahl mehr und mehr Wählerinnen zu binden. Die steigenden Umfrageergebnisse, je näher der Wahltag kam, lassen meines Erachtens diese Schlussfolgerung zu. In den Wahllokalen betrug das Ergebnis in Brandenburg am Wahltag 22,6%. Wir hätten also noch ein paar Tage mehr gebraucht. Ihr wolltet doch bestimmt alle noch weiterkämpfen, so vielleicht bis zum 1. Oktober? Ein weiterer Trend dieser Wahl ist ein Angleichen der Wahlergebnisse zwischen Ost und West. Wir haben bundesweit, besonders dort verloren, wo wir vorher sehr stark waren. Die Verluste in den Bereichen, wo wir traditionell schwächer sind, waren deutlich geringer. Wir werden somit, besonders mit Blick auf die Ergebnisse in den alten Ländern, mehr und mehr zu einer gesamtdeutschen Partei. Das muss keine schlechte Botschaft sein. Der dritte Wiedereinzug in den Hessischen Landtag darf an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben. Herzlichen Glückwunsch an Willi van Ooyen und Janine Wissler. Sorge bereitet uns das gute Abschneiden der AfD, insbesondere in Brandenburg. Diese im Kern nationalliberale Gruppierung will die Spaltung Europas und ist das Gegenmodell zu einem auf Ausgleich und Solidarität ausgerichteten Kontinent. Mit Blick auf die bevorstehende Europawahl müssen und werden wir die Auseinandersetzung mit der AfD verstärkt führen. Nein, sie ist keine Alternative für Deutschland. Der Weg zurück in den Nationalstaat und die Absage an die europäische Integration führt bei aller berechtigter Kritik an den europäischen Institutionen in die Sackgasse. Deutschland als Teil der Europäischen Union hat mit einer solchen Politik viel mehr zu verlieren als zu gewinnen. Wer nationalistische Töne anschlägt und Vorurteile gegenüber den südlichen Ländern bedient, wird unseren erbitterten Widerstand ernten. Liebe Genossinnen und Genossen, nicht alles, was wir uns in diesem Wahlkampf vorgenommen haben, ist uns gelungen. Natürlich wurden Fehler gemacht. Gemeinsam wollen wir daraus lernen. Mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen und das Wahlalter 16 liegen noch viele Aufgaben vor uns. Hier muss in den Gremien und darüber hinaus noch einiges geleistet werden. Dafür brauchen wir jede Idee und jedes Mitglied. Das vom Landesvorstand beschlossene Wahlkampfbudget wurde durch uns eingehalten. Das Landeswahlkampfbüro hat ca. 200.000 Euro ausgegeben und viele Aktivitäten vor Ort kofinanziert. Und ich kann euch versichern, wir sind für die folgenden Wahlkämpfe finanziell gut aufgestellt. Mein großer Dank gilt allen Wahlkämpferinnen, dazu gehören ausdrücklich auch unsere Regierungsmitglieder. Der Dank gilt all unseren Kandidatinnen und Kandidaten, insbesondere unserer Spitzenkandidatin Diana Golze. Ihr alle habt ohne Ausnahme einen engagierten Wahlkampf geführt. Jede und jeder von euch hätte es verdient, in den 18. Deutschen Bundestag einzuziehen. Den richtigen Rückenwind für die letzten Tage vor der Wahl erhielten wir durch dich, liebe Conny. Deine jahrelange kontinuierliche Arbeit, dein verbindlicher und freundlicher Umgang, deine Verlässlichkeit wurde belohnt. Wir wünschen dir für deine neue Aufgabe viel Kraft sowie genügend Mitstreiter auf gute Zusammenarbeit. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch den Genossen Bernd Sachse. Lieber Bernd, du hast dich für die Partei und gegen einen nicht unbeliebten Amtsinhaber der Wahl gestellt. Letztlich hat es nicht gereicht, aber die Entscheidung, in unserer Hochburg anzutreten, war richtig. Vielen Dank für dein Engagement. Zum Abschluss möchte ich mich beim Team der Landesgeschäftsstelle bedanken. Ohne eure intensive Mitarbeit wäre vieles nicht möglich gewesen. Lieber Roland Germann, du hast in den vergangenen Wochen und Monaten Außergewöhnliches geleistet. Auch das macht mir Mut für 2014. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus